Ich möchte euch das Buch 100 Abenteuer, die du erleben musst, bevor du erwachsen bist, vorstellen. Der Titel hat mich ziemlich neugierig gemacht. Ich wollte schon wissen, ob ich auf dem Weg zum Erwachsenwerden etwas verpasst habe. Und nach der Durchsicht kann ich sagen, es gibt Nachholbedarf. Die Autorin Anna McNuff ist Abenteurerin. Und als Abenteurerin ist sie weit gereist, hat eine Menge erlebt und dabei wertvolle Erfahrungen gemacht. Unsere Erde ist ein fantastischer Planet voller Abenteuer, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Doch um Abenteuer zu erleben, muss man nicht zwangsläufig weit reisen. Abenteuer sind schon vor der eigenen Haustür möglich. Im Stadtpark, im nahegelegenen Wald oder im eigenen Garten bzw. bei dem von Freunden oder von Verwandten. 100 Abenteuer hat die Autorin zusammengestellt, die eine ganz besondere Herausforderung sind. Denn man kann an ihnen wachsen und sich selber besser kennenlernen. Nachtwanderung mit Nervenkitzel. Es ist ein wunderbares Abenteuer im Mondschein, durch dunkle Wälder an glitzernden Bergkuppen vorbeizuwandern. Egal, ob in einer warmen Sommernacht oder im eisigen Winter. So ein Erlebnis nach Einbruch der Dunkelheit hat immer etwas Magisches. Mache dich mit ein paar Freunden auf den Weg und lasse dich überraschen. Nachts sind deine Sinne geschärft und vertraute Dinge sehen plötzlich ganz anders aus als bei Tageslicht. Damit ihr euch nicht verlauft, wählt ihr am besten eine Strecke, die ihr tagsüber schon erkundet habt. Trotzdem kann es passieren, dass du in einen riesigen Kuhfladen trittst. Ein bisschen Risiko gehört dazu. Während alle anderen in ihre Betten gehen, steckst du mitten in einem grandiosen Nachtabenteuer. Ein weiteres Abenteuer könnte sein, finde und erkunde das älteste Gebäude in deiner näheren Umgebung, denn es ist eine Reise in die Vergangenheit und du erfährst eine Menge über die Menschen, die damals dort gelebt haben. Vielleicht hörst du ja auch von einem Schatz, dann könnte das dein nächstes Abenteuer sein. Doch bevor du in die Abenteuer startest, solltest du sicher gehen, dass du an alles gedacht hast. Jedem Abenteuer liegt eine Checkliste bei, was du dabei haben solltest. Manchmal ist es auch zwingend erforderlich, dass Erwachsene euch begleiten. Aber auch wenn ihr viel Spaß haben solltet, lasst euch Zeit dabei, denn erwachsen wird niemand über Nacht. Am Ende des Buches gibt es noch eine Liste, auf der alle vorgestellten Abenteuer aufgeführt sind. Und wenn du magst, kannst du die erlebten Abenteuer abhaken. Ein Buch wirklich für Kinder und Erwachsene.